Retro-Dudes hier. Was, ja. Was geht? Oldschool vom Feinsten. Dada East, eigentlich ein guter Entwickler. Eigentlich? Eigentlich, ja. Okay. Die haben halt auch manchmal viel Scheiße dabei, aber Chernoff! Ziehst die rein, das sind für Sega natürlich. Mega Drive. Sega Mega Drive hier. Zieh die rein. Oh, okay. Hammer. Ja, wenn ich sagen das, würde, ich bin verwirrt, das ist der Titel, würde ich unterschreiben. Ist Hammer. Aber ich finde, der Name ist ganz gut. Chernoff. Ja. Oh. Mach dich drauf gefasst. Spielst okay. du, oder ist das das Intro? Nee, ich wollte nur mal ganz kurz reinschauen. Mich noch, damals hat mich ein Junge verarscht, Alter, wo man Super Nintendo bei ihm gespielt hat. Und ich dachte, er spielt den Level. Da war das nur das Intro. Und ich dachte, boah, bist du gut. Warte, da Vito. Es war nicht Vito. Ah, schade, okay. Ah, natürlich, ja, die Prinzessin wurde geklaut. Okay. Und wir müssen ihre Murmeln zurückholen, um ihre sie Erbsen. In ihrer Matroschka unterzubringen. Okay. Ja, selbstverständlich. Warum so heißt das Game umsonst Chernoff? Ich weiß nicht. Er rennt von alleine aus, weil ich halt anderen rennt er nicht. Es ist so in der Art wie so ein... genau. Aber geil, so typisch. Ja. Ey, ich kann eine Pirouette, ich komme aus Russland. Pass auf die Flammen auf, sag ich dir jetzt schon. Das ist ein Power-Up. Genau. Alter, du hältst dich richtig gut, Mann. Meine ersten Versuche in dem Game waren hart scheiße. Ja, also... Er tanzt. Der Sound auch dazu, ey. Alter. Aber hey, du hast dich schon mal gut gehalten. Das kann jetzt nur schlechter werden. Ja, man soll es ja nicht hier rauf beschwören, aber ich finde ehrlich gesagt gar nicht so uncool bis jetzt. Nee, ist es auch nicht. Das ist. Wow, ich habe einen. Alter! Ja, ja? Zack, der Laser burnt alles. Oh, ey, ich find's geil, muss ich sagen. Ja? Das ist Hammer. Das ist halt was irgendwie anderes so. Oh nein, da tanzt sich halt am Spiel. One hit that, ey. Ja, das ist das Öde daran so ein bisschen, ja. Aber du, ey, es gibt immer einen Respawn-Punkte. Ja, das stimmt. Und nein, ich kann nicht zurück. Nee. Das ist Kacke. Du kannst dich halt, wenn dann, umdrehen. Ja, okay. Aber du kannst dann doch ein Stück nach hinten laufen, meine ich. Oder du bist schon Game Over? Oh, egal. Nein, das hat man nicht gesehen. Frisch, hier. Ach, krass. Ah, du fängst dann trotz des. Ah! Oh. Jetzt legst du es auch drauf an. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich mag aber diesen Tanz. Du fängst trotzdem immer wieder vorne an, ey. Geil. Dieser Tanz, wenn der stirbt, also, das ist ganz witzig. Also, ihr habt gemerkt hier, wenn man diese Flammen abschießt, dann kriegt man wohl Power-Ups. Irgendwelche fliegenden Viecher wollen wir auf die Pelle. Also, ja, also. Man ist irgendwie, ich weiß nicht, man ist ein filigraner Hüpf. Vor allem im Hintergrund von brauner Bockenscheiße, als würden Hasen hier wohnen, ey. Ja, das stimmt. Oh, was will die Hand von mir? Ah, ich konnte doch nicht. Dich kraulen. Game, also, ja, es gefällt mir trotzdem. Erstmal warm werden, aber allerdings. Ich merke das schon. Ja, eben war ich noch gut und jetzt bin ich schlecht. Ja, also, es kann nur schlechter werden, weil du so gut angefangen hast, ey. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Oh, eine Münze. Ey, aber kann man die Hand nicht... Wieso kann ich die Hand nicht... Du rennst auch rein. Du musst zurückrennen, anstatt da reinzurennen. Muss ich drüber springen, oder was? Nein, halt dich einfach hinten und versuch sie zu erschießen. Ach so, ich dachte, Hände hoch. Oh, ja, komm. Da, Hände hoch. Aber die Animation, wenn man stirbt, ist auf jeden Fall geil. Wie so ein Freudentanz. Ja, ich mag den Sound, wie gesagt, auch so. Dieses blecherne, halt schöner Mega Drive-Sound. Ja, das stimmt. Dieser raue Stil. Ich finde auch so irgendwie... Like that. Mag ich das. Aber jetzt, ich hüpfe einfach drüber. Yeah, schön steif. Hands down. Ja, eine der steifesten Figuren. Ey, aber manchmal, ich find's doof, dass man nicht nach rückwärts springen kann. Nach rückwärts springen. Man kann nicht nach rückwärts springen. Man kann nur nach vorne. Aber nicht nach rückwärts. Nicht nach rückwärts. Ja, ich find's schade, dass man halt weder nach hinten schießen kann, noch nach hinten springen kann. Dadurch ist man so ein... Aber du bist ein Stückchen weiter, ne? Aber ja, man kann diesen Sprung machen. Du kleiner Cheater, Alter, du. Du erschleichst den Weg. Der Boomerang-Schuss. Aber ich find's geil, man kann sich halt drehen und stirbt. Das ist ein ganz cooler Move eigentlich. Ah, herrlich, ey. Ach, come on. Also. Okay. Sie schaffen das hier. Ja, also. Wenigstens Level 1. Ja, dieses. Oh Mann, die ist nicht nach hinten gehen können. Das macht mir zu schaffen. Ich denke jedes Mal immer noch, ich könnte irgendwie nach hinten gehen. Alter, du hast all deine Credits verbraucht. Nein, das kann nicht sein. Also, ich will auch das schneiden wir raus, das schneiden wir raus. Ich will auch nochmal, okay, jetzt darf ich noch. Ich spiele immer noch. So, mal sehen, ob ich hier genauso beschissen antworte. Aber es ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. Ich stelle mir vor, wie ich da meine Münzen in der Spielhalle reihenweise verschleudert hätte. Ja, ich glaube auch, ey. Ich weiß gar nicht, ob es in der Spielhalle war. Ja, stimmt, du kannst nur stehen bleiben. Ja, du kannst stehen bleiben oder du kannst halt hochspringen und dich in der Luft drehen. Ja, und mit, ja genau, mit C drehst du. Ah, okay, oder du kannst, ja genau, aber du kannst halt die Sachen, du kriegst die Sachen dann nicht, ne? Also wenn du... Ja, genau. Wenn du,
das ist halt so ein bisschen verwirrend manchmal. Weil ich es irgendwie drin habe von anderen Spielen halt einfach, dass du... Du kannst halt einfach in der Regel zumindest so einen Sprung zurück machen, so einen leichten. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist halt so ein bisschen statisch halt irgendwie, aber... Oh, das war... Oh, nice! Ah, der war geil, ja, der war geil. Den, das wusste ich gar nicht mehr. Du kannst auf den... Auf den Köpfen? Ja, Marius da. Auf dem Rücken der anderen kann man es austragen. Guck mal, das war ungefähr dieselbe Szene, wo du down gegangen bist. Nein. Ungefähr. Das glaube ich nicht. Ich glaube, beim ersten Mal zumindest. Ach so, beim ersten Mal. Ja, siehst du, ich mach's dir nach. Ja, es ist Fabian immer noch, der hier am Spielen ist. Natürlich. Okay, wofür sind die Buchstaben? Ich glaube, dadurch wird der Schuss stärker. Mhm. Boah, genau, durch diese Buchstaben und diese Level-Up-Dinger da wird der Schuss halt irgendwie kräftiger. Man hat dann halt einen starken Laser. Diese ja, man kann springen. Ja, man kann nicht und zurück. Man kann halt nicht zurück. Ansonsten Alter, ist es halt ärgerlich. Eine Steuerung relativ, ja, relativ einfach oder beschränkt, würde ich jetzt sagen. Aber ja, ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, finde ich. Sieht auch nett aus. Ich könnte mir das vorstellen, dass es mit dem Arcade-Stick irgendwie noch ein bisschen geiler wäre. Das wäre natürlich geil, ja. Ein Arcade-Stick, ja. Wenn es das für den Dreamcast gegeben hätte, das wäre schön gewesen. In netterer Grafik mit Arcade-Stick. Der Dreamcast Arcade-Stick ist wirklich schön. Oh! Ja, ich spiele immer noch und jetzt bin ich mittlerweile beim Endgegner angelangt. Und der Schuss ist auch ziemlich cool. Der Schuss ist ziemlich cool. Ja, der Endgegner ist echt beschissen, das stimmt. Nehme ich noch mit hier. Ah, jetzt ist das aber alles nur noch... Ah, da ist er auch schon down. Das war ja gar nicht so schwierig. Ja, aber der Schuss gefällt mir, Ey, achte mal auf den Hintergrund, Alter. Richtig schönes Parallax Scrolling. Ja, stimmt. Das sieht echt ganz geil aus. Ich bin begeistert. Auch die Animation noch von den Wellen, ne? Deswegen, Dada East war gar nicht schlecht, was Games angeht. Wo das Meer irgendwie so wirkt, als wenn es in alle Richtungen gleichzeitig fließt, aber... Oder was auch immer das dahinter sein soll. Ein See voll Lava oder so. Ja, das sind halt die verschiedenen Ebenen. Und Alter, ist das irgendwie Vulkanausbruch bei den Azteken oder Mayas? Wahrscheinlich sind es die, Nein! Azteken gewesen. Geil! Oh, hidden, okay. Hidden Floor. Mein Schuss ist nur ein bisschen... Oh, da... Oh. Ah, ja, schade. Okay, ich gebe nochmal wieder ab, ey. Weil das, Okay, danke, danke. So, jetzt spielt Dennis. Mal sehen, wie weit du kommst, ey. Was ich schade echt finde, dass man halt immer noch nicht anhalten kann. Ich sag's jetzt schon wieder, ja, aber... Ja, aber wie gesagt, das ist eben... Das ist eine Designentscheidung. Ja, klar. Die muss man sich damit zurechtfinden. Klar, ist ja auch... Vergiss nicht auf C. Ach so, auf C kann ich mich drehen. Ja, genau, da kannst du mich drehen. Ah, okay, das habe ich irgendwie nicht bewusst bedacht. Beducht. Das habe ich nicht beducht. Nicht beducht und nicht rückwärts gegangen. Ja, rückwärts ging einfach nicht. Ah, okay, C, ja. Ey, geil, wie es aussieht, wenn man einfach mal rückwärts läuft. Ist geil, ne? Richtig, richtig cooler Move, ja, find stimmt. Find dich, Michael Jackson. Alles abgeguckt von diesem Spiel hier. Moonwalker wäre auch Chekhov, noch was, ne? Chelnov. Chelnov, ja, richtig. Wir spielen hier Chelnov immer noch. Leute, das ist ein gutes Game. Ah, die Flammen abzuschießen bringt auf jeden Fall Power-Ups. Der Schuss wird... Ja, wie in Castlevania. Und irgendwie habe ich das Gefühl, egal wo man runterfällt, es geht weiter, oder? Ja, das ist geil. Also, ja, ist auch geil, nur halt irgendwie verwirrend so ein bisschen. Secret Passages. Secret of Mana. Nein, Alter, das ist hoch. Ach, ich dachte, man kann die abschießen. Ja, bestimmt. Aber... Aber nicht so. Okay. Nee, nicht so. Ja, genau. Ah, ich gehe aber auf die Knie. Gehen, Die kannst du auch kaputt gehen. Die kannst du einsammeln, glaube ich. Ah, okay. Du kannst natürlich auch versuchen, oben herzugehen. Ja, das nee, das wäre zu einfach. Ja, ich weiß. T, jawohl, da habe ich ihn. Wie kann ich denn da hoch? Da komme ich gar nicht hoch. Man kann da nicht hochspringen, weil diese Säule ist Hintergrund. Das will ich jetzt aber ja, auch. Ja, komm, probier's nochmal. Aber die Säule ist Hintergrund, man kann da nicht draufspringen. Ja, nee, die ist Vordergrund, nicht Hintergrund. Ja, da... Vordergrund, was auch Ach so, immer. Achso, die meinst du ja, hier? Ja, diese... das ist Hintergrund, ja. Richtig. Ja, genau. Nicht die blaue, sondern diese... Oh, ein blinkendes so. Up. Ein Up! Ein Up, bitte! Fuck, ich wollte nach oben lang. Ja, man kann nach oben lang gehen, theoretisch. Oh, jetzt probiere ich was. Aha, muss aber schnell genug sein. Yeah. Hätte man auch eher auf der kommen können. Oder? Nee, man kann drunter herkriechen, kann man glaube ich. Bounce. Ach, man kann echt Mario-Style hier erstmal. Yo. Oh, jetzt habe ich fuck. Als wenn es ein Koopa will. Nein, das schaffst du noch, komm. Yeah. Ja, schön. Aber das ist absoluter Skill hier. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist echt so, man springt an irgendwas ran, will es abschießen. Es ist schwierig manchmal zu treffen und wenn es da runterfällt, kann man nicht mehr dran. Ja. Das finde ich ein bisschen doof. So, man muss direkt frühzeitig abschießen, um die halt noch vor sich zu kriegen. Auch das hier mit dem Springen, wenn man seitlich schlägt, dann schießt er auch so in alle Richtungen. Ja, aber das finde ich ganz cool sogar, muss kann ich sagen. Kann ich darauf auch bouncen? Nein. Fuck! So befreiungsschlagmäßig, ja. Wenn es voll ist, kannst du halt mal erst mal in alle Richtungen einfahren. So. Das ist das Ziel des Spiels. Lass einfahren. Hau einen raus.
Ich bin begeistert. Ja, kann man. Hier, ziehst du rein. Ah, okay. Schön. Man sollte aber auch... Nein, nicht getroffen werden. Böser Chernoff hier. Was tun sie da? Tippen sie? Ja, spielen sie eine Runde Snake? Ja, genau. Ich spiele gerade auf meinem... Ich weiß gar nicht, welches Modell das ist. Mein, auf meinem alten Nokio. Ja. Nokio? Auf meinem Nokio. Mein chinesisches Nokio? Genau das. Fürs Nokia hatte ich kein Geld, da muss ich aus Nokio zurückgreifen. Nukula, das muss Nukula betrieben. Genau. Nee, ich wollte gerade ein Let's Play gucken auf meinem Handy. Nee, Quatsch. In monochromer Grafik. Ja, in monochromer Grafik. Grün und grün. Grün und so, den hier probiere ich jetzt noch. Mit drei Grüntönen und gut. Und gut. Hatten wir die schon mal? Weiß ich nicht, ich finde es immer wieder schön, auf jeden Fall. Mit Regenbogenvielzahl von Farben. Was da denn aber, Alter? Ja, also... Hier, ihr probiert, ihr versucht. Ihr probiert, versucht. Ihr Probierer. Probieren Sie mal, schmeckt ganz gut. Oh, ach ja, C. Oh. Es ist Chelnoff. Chelnoff. Chelnoff Geschmack. Ich hätte gerne einen köstlichen Chelnoff zu mitnehmen. Chelnoff to go. Dazu einen leckeren Kramsaft. Was war das nochmal? Kraftgalosch. Genau, Kraftgalosch. Geben Sie mir einen Kraftgalosch. Ja, mehr Kramsaft und Wasser. Ich nehme einen Kramsaft. Geben Sie mir einen Kramsaft. Mal sehen. Ja, okay. Vielleicht mit mal sehen, ob wir das Game hier auch noch weiter schaffen. Aber ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Also, auch das ein toller Titel. Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück, weil ich finde es echt geil. Zwei Spielermodus würde ich mir wünschen. Ja, bei solchen Spielen, echt nice. Diese Shoot'em-up-mäßigen Spiele sind echt immer geil. Run and Gun. Run and Gun, ja, Run and Gun, man schießt was ab. Für mich ist alles Shoot'em Up, wo ich eine Waffe habe. Überall, wo geschossen wird, ist es ein Shoot'em Up. Genau. Der Titel ist wirklich so geil, zieh dir mal hier rein. Ich verstehe auch nicht. Hammer, 82. Was das? Ach, vielleicht, wenn man die Power ganz hoch hat, hat man so einen Strahl. Wahrscheinlich. Muss ja sein, oder? Das ist einfach nur, ja, genau, der Mittelstrahl, der einfach nur... Vielleicht ist es auch einfach nur über... Ah, okay, das sieht geil aus. Schicker Level. Ja, ohne Scheiß. Ey, das sieht echt schick aus. Alles so ein bisschen in diesem Maya-Azteken-Style mit dem ganzen Gold und so. Ich werde mir das nochmal genauer angucken, ey, weil ich bin echt interessiert an dem Game. Das ist sehr cool. Ich finde echt das Level-Design jetzt, wo ich diese Schlangen sehe, die da Kopf steht, sieht geil aus. Ja, steht alles Kopf, genau wie bei Techno-Kopf. Oh ja, das sag ich dir. Scheiß Punk hier. Aber egal, Leute, wir verpissen uns. Bis denn. Und hauen Sie mir. Ciao mit Ö. Pissen. Tschö mit V, ich bin raus.